Meine Damen und Herren, das nächste Video folgt uns leider mit einem sehr leisen gesprochenen Ton. Ich bitte Sie deswegen nicht wütend zu sein, nicht zu groß Dislikes, einfach die ganze Fahrt genießen und versucht meine Stimme herauszuerkennen. So, meine Damen und Herren, mal gucken, wir spielen mal lange Zeit lang mal wieder den Terrain Simulator 2015. Ist zwar eigentlich der 16er, aber dank den Updates kriege ich nicht die anderen Strecken dazu. Und wir spielen einfach mal eine München-Augsburg-Strecke mit BR 232B von der Deutschen Bahn, und zwar in Rot, auf der Strecke München nach Augsburg. Und wir fahren, wie es hier steht, Militär-Equipment. Da wollen wir mal gucken, von der lokalen Fabrik. Und dann wollen wir mal gucken, wie die Fahrt so ist. So, hier sieht man auch neue Bilder, die ich auch noch nicht so kenne. Die Black Rose Journey. Das ist eine deutsche Strecke. Es wird die Schwarzwald sein. Black Forest ist bestimmt soll Schwarzer Wald sein. So vom grafischen her sieht es gut aus. Die beiden Züge müsste ich haben. Also Probleme auf dieser Strecke dürfte ich nicht haben. Die Bahn gibt es glaube ich sogar jetzt im Angebot zum 15 Euro. Das Geld habe ich zwar jetzt gerade nicht, aber gut. Wir haben noch eine Coastal. Das ist eine englische. Englisch ist ja nicht so unbedingt. So wie diese North Somerset Rail, die ist auch britisch. Oh mein Gott. Shanghai Maglev. Das wird ein Magnetschwebebahn von Shanghai sein. Und schon geht es los. Was für ein Wunder. Check your complete. You're ready to depart. Use the centrist cargo, so don't stop anyway along the route. Also wir sollen nie anhalten, denn wir haben hier eine wichtige Fracht hier drin. Wir haben sogar zwei Züge dran. Genug haben wir auch drin, genug Wasser, genug Strom, genug Benzin. Und wir haben hier auf unserer Seite kein Signal, deswegen sage ich, machen wir gleich nach vorne. Die Barzahl hier nach oben. Wo es eigentlich Sinn ist, eine Barzahl nach oben zu drücken. Gut, wir gucken mal kurz nach draußen. Falsche Seite, hier die Seite. Wir haben kein Signal. So, wir haben jetzt aber. Das Problem an der Sache gerade, ich kenne mich mit der Lok nicht so aus. Aber wir haben ja nach vorne. Laufen tut sie auch schon, das hören wir ja. Notbremse gelöst. Wie sind's, irgendwas vergessen? Der Zug ist ja auch nach vorne. Ne, es ist unsere andere Seite. Was? Das ist jetzt der andere Zug. Die Amperezahl, die hockt im Minus rum. So, vielleicht hin. Ah. So, und jetzt setzen wir uns in den anderen Zug hinein, oder was? So.
Sätze. Da waren noch die Bremsen der Loks dabei. Die Bremsen der Hänger. Die waren noch da. Kleines Problem. So, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass meine Soundkarte ein bisschen kurz. Wenn ich wüsste, wieso ihr Taten zugeblieben habt. Man muss sagen, die Qualität von den ganzen Spielen denken sie sich jedes Mal weiter rein. Also egal welches Spiel wir in letzter Zeit gezockt haben. Die View. Die hängen sich überall in die Grafiken mit rein. Bis hier können wir jetzt alles über den PCB. Begleitung. Das haben wir hier auf 0. Das bringt aber nicht, wenn wir sie abbremsen. Nicht überschreiten. Wir kriegen zwar keine Minuspunkte, aber das war richtig ruhig mit der. Ganz so schnell verlieren wir natürlich auch die Geschwindigkeit nicht. Ist das hier PZB? Ich will die PZB anhaben. Das ist Sandsteuer. Wir können die PZB nicht anhaben, das ist ja schade. Jetzt können wir hier ein bisschen mehr Gas geben. Oder war ein Signal. PZB Kraftstoffpunkt. Okay, ohne Munition. Ich will PZB an. Das ist ein bisschen zu schnell. Vorne kommt ein Zug. Wir müssen nochmal aufpassen, wie schnell wir fahren. Die Lüfter kann man leider nicht ausschalten. Schade. Thank you.
PCB, das muss. Vielleicht sogar. Ach, wir können ja nicht gucken. Mist.